Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Und ja, wie ich es letztes Mal gesagt habe, es reizt mich ja diese Quest. Alleine vom Namen her reizt mich diese Quest, deswegen muss das jetzt sein. Wie soll ich Ihre Träume ergründen, wenn ich nicht den Nebel meiner eigenen Nachtreise vertreiben kann? Was zeigten die Götter dir? Ich stand am Rand eines tiefen Brunnens. Ich hörte den Flügelschlag eines Geiers und dann schrie ein Mann meinen Namen. Ich fürchte, die Griechen haben besser verhaftet. Der Brunnen steht für Gefangenschaft. Sie wagen es, den Meister der geheimen Dinge zu verhaften? Der Fluch bringt böse Omen mit sich. Die Menschen sind verzweifelt. Wenn die Griechen besser haben, muss er in Luxor sein. Ich werde ihn finden. Danke, Neb. Mögen deine wachen Stunden ertragreich sein. Ja, ganz ruhig. Sag mir, was du im Schlaf gesehen hast. Bin mir nicht sicher, was ich im Schlaf... In das Sperrgebiet von Luxor muss ich. Einen toten König, der die Eingeweide meiner Kinder fraß. Wo ist besser? Ich muss mit dem Warum ist hier alles mit Graffiti beschmiert, verflucht nochmal? Die Soldaten sind nicht gläubig. Würden sie wirklich den Meister der geheimen Dinge verhaften? Holy. Also hier ist definitiv mal wieder was mehr los. Halt! Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Luxor. Das kenne ich nur als Hotel. So. Schauen wir uns doch hier mal um. Weil der so schön ruhig steht und man so gut zielen kann. Niemand schießt da. Schon höher zielen, das macht doch auch nicht so schlimm. Na? Naja, halt mal offen. Da sind noch ein paar unmarkierte. Hörst du mich? Was haben wir denn da drüben? So, machen wir so lange woanders weiter. Eure Dämonen verfolgen euch, ob ihr wach seid oder schlaft. Ihr habt diesen Fluch über uns gebracht. Mist. Jetzt aber weg hier. Schwachkopf und ein Feigling. Manche sind echt schwer gestraft. So. Tja. Mal schön vorsichtig. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Wer weiß sowas schon, ne? Wenn sowas weiß man oder man weiß es halt nicht. Verdammt! Woher? Mist. Es ist halt manchmal gar nicht so leicht, die zu treffen, wenn sie sich bewegen. Der Kopf ist halt doch recht klein, ne? Voilà. Wir müssen aufholen! Hab ich dich! Was du?
will aber nicht, dass ein Alarm schlägt. Das ist das Problem an der Sache, ne? Verflucht. Noch 30. Jetzt nicht, mein Tigerchen. Ja, endlich mal wieder einer. Irgendwo da hinten hat er sich erhoben. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht jedes Mal hinrennen muss, den besiegen, ne? So machen. Dann hat man Zeit zum Zielen. Ich mag es, wenn ich Zeit zum Zielen habe. Ja, nicht ganz die feine Art, aber ich bin halt nicht so gut als Nahkämpfer. Vor allem nicht bei der Masse an Leuten, die hier rumsteht. Seit ich nicht hoch konnte, weiß ich nicht, aber immerhin hat zum Glück gerade keiner geguckt, ne? So, können wir mal wieder in die Richtung gucken. Sich. Moment, ich muss wieder einen Kater, der zwischendurch auf den Schoß kommen wollte. Mist, daneben. Nein, 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 kein Ärger. Alles gut. Bewegen die sich auch immer, ne? Können die nicht einfach mal stillhalten? Adelphus! Oh mein Gott, Adelphus!
das war der Kommandant. Ups. Ob da draußen ist irgendwas. Pass auf. Wo sitzt denn der Knilch? Fakt ist, den hier mag ich auch nicht. Der müsste doch jetzt gleich stehen bleiben, oder? Machbar. Wo der auch immer ist, weiß ich nicht. Eins von vier. Wir haben eine beträchtliche Menge Gold aus den Gräbern geborgen, aber ich vermute, dass es im südlichen Teil des Tals der Könige noch weitere Mastabas gibt, die bisher nicht entdeckt wurden. So schaut's aus, ne? So, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich hier ein bisschen aufräume noch. Schatz Nummer 2. Der steht scheiße und vor allem er hängt halt fest, deswegen gehe ich jetzt auch einmal komplett außen rum. Da ist noch irgendwo ein Schatz. Wahrscheinlich tatsächlich noch dazu. Er weiß grob, wo ich bin, also mach mal erstmal wieder was anderes. Ich werde den Zivilisten auch noch helfen, keine Sorge. Mist.
Na? Was? Das ging wohl in die Leiche rein. Sehr ärgerlich. Ja, das sind die ganz fiesen dann, ne? Die so abgeschossen werden. So. So, ich gehe mal kurz eine Runde auffüllen, meine Pfeile. Der raus, da oben kommt raus. Dann gehen wir jetzt mal den Zivilisten helfen und den Typen befreien und überhaupt, ne? Heimliche Kill. Was habe ich jetzt noch gekillt? Ich sollte mich hier nicht. Nein, nein, keine Sorge, hier lasse ich mich nicht blicken, wäre blöd. Macht euch von dannen. Macht euch dünne, Jungs. Und du bist noch mal extra gefesselt, armer Kerl. Hä? Und jetzt muss ich ihn aus Luxor raus eskortieren. Sie träumte, du hättest Probleme. Es ist schlimmer, als sie ahnt.
Aber komm, hier können wir nicht reden. Ich wusste, dass du kommst. Als ich im Fieber lag, träumte ich von einem Adler, der über meinem Käfig rief. Es war dreist von den Soldaten, dich zu verhaften. Ihre Träume peinigen sie wie Skorpionstiche. Aber ich sorge mich mehr um Miane. Ihr Bruder Tapti stahl meine heiligen Traumschriftrollen. Warum sollte er das tun? Ich weiß nicht. Doch letzte Nacht träumte ich, wie er Kornähren verspeist und mit wilden Hunden den Dreck durchwühlte. Ein schlechtes Omen. Wo hat er die Schriftrollen hingebracht? Er und Miane sind auf einem Hof östlich von Theben aufgewachsen. Als ich sie als Lehrling aufnahm, zog er sich in den Keller unter dem Haus zurück. Geh zu Miane. Ich finde ihren Bruder und deine Schriften. Hoffentlich. Mianes Bruder hat einiges zu beantworten. Wie, Weltkarte nicht verfügbar, aber jetzt, oder? Na, guck mal. Ja, da ist eine Schnellreise, die ich noch nicht hatte. Die nehmen wir aber mal kurz mit. Die nehmen wir noch schnell mit, diese Schnellreise hier. Und dann. Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Den Graffiti-Turm nach oben. Na? Geht doch. Weitergeht mit diesen Geheimnissen. So, normalerweise funktioniert sowas immer. Halt. Bleibst du da, Kleine? Keiner entkommt dem Zaun der Pharaonen. Wenn ihr hoch seid. 400 Meter. Hof, wo die zwei aufgewachsen sind. Da war auch gerade ganz in der Nähe der Schatten. Ich bin gespannt, wo der ist. Mal weggucken. Okay. Der geht irgendwo da hinten rum. Das heißt, ich müsste hinter ihm rumreiten können. Ich bin mir halt einfach noch nicht sicher, so ein Level 55. Oh. Ja, ich könnte es probieren, aber naja. Also 50 will ich eigentlich schon noch sein davor. Das klang nicht schlecht. Kommt der eigentlich näher? Ne, er geht weiter weg, aber er ist echt nah, ne? Ich möchte auf jeden Fall nicht von ihm überrascht werden. Na, guck mal. Ich glaube, ich habe den Keller schon mit gelb aufgedeckt.
müsste es runtergehen, ne? Oh, hier geht's ein bisschen runter und nicht so richtig. Hallo Hundi. Man verlässt hier das Untersuchungsgebiet sehr schnell, ne? Irgendwo muss es da einen Zugang zum Keller geben. Ah, hier. Tapti, die Götter haben ihn bestraft. Aber nur für den Diebstahl der Schriften? Oder steckt mehr dahinter? Das sind zumindest sehr, sehr viele Schriften, ne? Hier ist nichts. Die Banditen müssen sie mitgenommen haben. Er war geradezu von seiner Schwester besessen. Aber er hat Bessers Schriftrollen unter dem Tisch versteckt. Weißt du noch, als wir Kinder waren, wie du mich unter deinem Rock versteckt hast, wenn Vater betrunken aus Theben zurückkam? Als er starb, schliefen wir Seite an Seite in meinem Bett. Du drücktest mich an deine Brust und ich weinte vor Freude. Da kam Besa und du hast mich verlassen. Ich nahm seine Traumdeuter-Texte und versteckte sie unter dem Tisch. Ich sagte den griechischen Soldaten, dass er Geheimnis über den Fluch weiß, in der Hoffnung, dass sie ihn töten. Vielleicht kehrst du nun an meine Seite zurück. In mein Bett. Tapti liebte seine Schwester zu sehr. Oh ja. Aber die Traumschriften. Vielleicht wollen die Banditen sie verkaufen. Der liebte seine Schwester zu sehr, ne? Dass er sie in seinem Bettchen haben wollte. Liegt es auf dem Weg? Er liegt wieder mal mehr oder minder auf dem Weg. Lager, das ist einfach nur so. So, ich soll zurückkehren. Ich würde sagen, wir nehmen die Schnellreise und umgehen auf die Fall. Auf die Art auf jeden Fall den Schatten. Ja, und dann geben wir die Schriftrollen noch ab und dann würde ich sagen, sage ich jetzt schon mal Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und da sehen wir uns dann, denke ich, in der Hauptstory wieder. Aber abgeben? Abgeben tun wir das natürlich diese Folge noch, ne? Ist ja hier auch nicht mehr so weit. So. Hallo, ihr zwei. Habt was gefunden. Der Adler kehrt zurück. Mit deinen Schriften besser. Mein Bruder. Er ist tot, oder? Ich legte mein Gesicht auf den Boden und hörte seine Stimme unter dem endlosen Sand. Er rief, Verrat! Verrat! Hab Dank, Adler. Ich weiß nicht, ob es der Fluch oder das Schicksal war, aber er war meine einzige Familie.
Es tut mir leid, Miane. Doch was er auch getan hat, er hat dich wirklich geliebt. Der Fluch. Er sucht jene heim, auf deren Gewissen etwas Schweres lastet, Miane. Sie träumen von Schilfbooten, die abgetrieben werden. Besser, Miane. Seid vorsichtig. Es sind gefährliche Zeiten. Deine Reise ist noch nicht beendet. Komm zurück, wenn deine lebenden Füße dort waren, wo sie nicht hingehören. Naja, so gesehen war ich das schon, ne? Briefe meines Bruders. Ich wusste nicht, wie sehr er mich liebte. Ein tragischer Verlust, Miane. Du suchst den Rat des Meisters der geheimen Dinge. Ich sag dir, was ich gesehen habe, während ich schlief. Ja, wie dem auch sei, wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Tschüss.